Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Inarial Legend Dragonhunt Video. In diesem Teil möchte ich euch wieder den Trugbildabgrund zeigen, aber diesmal Abgrund der Widrigkeit. Abgrund der Widrigkeit bringt euch Ausrüstungsgegenstände und ja, gehen wir einfach mal rein, was hier so, ich sag mal, empfohlene Helden sind. Wir brauchen auf jeden Fall Helden, die Stoßschaden besitzen und Flächenschaden, weil nach jeder ultimativen Fähigkeit werden die Helden gestunt von der Schurkin, von der Königin. Und natürlich helfen auch Helden mit einfachen Flächenfähigkeiten, aber diese kommen natürlich nicht ganz so gut zur Geltung. Wobei Single-Schaden hier auch auf jeden Fall gut ist. Deswegen gehen wir einfach mal rein. Ein Flächenschaden-Drachen ist hier auf jeden Fall auch wichtig. Ich habe Balder mit drin, weil der einfach aktuell mein stärkster Held ist und auch AOE-Schaden hat. Hier wäre die beste Wahl aktuell Zerka, glaube ich, hier, der Zwerg mit den Bomben. Und auch der Clown ist natürlich eine sehr gute Wahl. Also wir haben ja wirklich einiges an Auswahlmöglichkeiten, die wir nutzen können. Wer weiß, was noch alles an Helden dazukommt. Ich habe hier auch Natalie gerne als gute Formation, einfach in dem Zusammenhang, dass sie halt auch AOE-Schaden hat, sich aber auch notfalls immer wieder hochregenerieren kann. Einmal, was ihre Überlebensfähigkeit deutlich erhöht. Gehen wir einfach mal rein. Ich habe es hier grundsätzlich auch so, dass ich selber die Fähigkeiten mache, weil das hier gut abgetimt sein muss. Denn wir haben hier Eier, wie ihr seht, und die schlüpfen nach einer Zeit. Und damit der Stoßschaden auch besser kombiniert ist, weil es kommen erst neue Eier, wenn alle anderen weg sind. Wie man gesehen hat, hat Balder jetzt nur ein ganz kurzes Intervall rausgehauen. Normalerweise schießt er ja länger. Man sieht dann halt immer diese Stunts. So. So, damit haben wir die letzte Welle. Wenn man drei Wellen von Eiern besiegt hat, dann ist im Prinzip auch der Boss besiegt. Das heißt, auch hier müssen wir einfach nur Wellen von Gegnern besiegen. Es werden natürlich hier auch an sich Helden mit normalen AOE-Fähigkeiten nützlich sein, aber die, die einfach so einen Stoß-AOE-Schaden haben, sind natürlich hier am besten. Ja, mehr gibt es dazu auch tatsächlich nicht zu sagen. Also wenn ich jetzt hier die empfohlenen Helden durchschaue, gibt es hier zum Beispiel noch den Benson, der noch nicht verfügbar ist. Der hat auch einen AOE-Stoßschaden. Jerry genau ist der Clown. Auch Quasimodo ist hier überhaupt nicht schlecht. Und selbst am Anfang diese Air-Helden Paul und der Henry sind ein guter Anfang, um zumindest am Anfang damit klarzukommen. Aber wie gesagt, auch Maya oder andere AOE-Helden sind hier nützlich, auch wenn nicht ganz so sehr wie die anderen. Deswegen probiert da gerne auch die ein oder andere Sache aus. Ja, das war's zum Abgrund der Widrigkeit. Und in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ciao!